So, AMG CLK GTR, Hochgeschwindigkeitsverfolgung Nissan Skyline, Vintage und, was ist das, 2000, das ist ein Mustang, ne? Ford SVT Cobra. Ey, dann machen wir erstmal wieder die Spezialrennen, so nenne ich sie. Ich kann den bestimmt absolut null fahren. Ich weiß das jetzt schon. Ich werde mit dem so gnadenlos in den Kurven rausfliegen. Wrapped into a good German car that is going to be well built, it's going to be stylish, it's going to probably have a motorsports history because they love their racing, they love their competition, but it will also be fun to drive and something that the driver will connect with. Alles klar. Ich werde definitiv rausfliegen. Vor allem Stabilisierungsdingen ist raus, ABS ist raus und dann mit so einer Hochgeschwindigkeitskarre. Jeder, der mich mehr als einmal gesehen hat, weiß, dass das nichts werden kann. Ach, hier zählen die Mods ja gar nicht. Stimmt ja. Die Mods sind hier ja aus. Ja, da muss ich ja gar nicht auf der Strecke bleiben und so. Ach, und dann ist ja auch Dingens an. Stabilitätskontrolle. Ja, dann kann's ja, dann könnte es vielleicht noch gerade so gehen. Ich glaube, als Belohnung kriegen wir den dann. Das könnte ein Supercar sein. Recher 27, siehst du das? Das könnte ein Supercar sein. Ein Lichtblick am Horizont, geschwängert durch das Licht der Sonne, fällt auf mein Haupt und mein Antlitz erstarrt in dem silbernen Strahlen dieses Autos. So würde Herbert Grönemeyer das jetzt beschreiben. Glaube ich. Forza Motorsport, die Herbert Grönemeyer Edition. Er fährt nach vorn. Er ist auf Platz 1. Oh, meine Gedärme fühlen Liebe im dunklen Abendrot der Sonne. Folgt er den blauen Pfeilen in den Mitternachtstraum. Nicht Goethe, nee, nee. Boah, 5 Runden und das war erst eine? Das ist aber lange. Oh, 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 da war ich kurz abgelenkt. Wegen meinen Kätzchen. Aber Recher, das könnte echt eine Supercar sein. Und überraschenderweise lässt er sich doch gar nicht ganz so scheiße fahren.
eigentlich sogar richtig gut. Also ich bin jetzt überrascht. Weil normalerweise die Sportkarren, die waren bisher alle steuerungstechnisch richtiger Müll. Aber der ist gut. Den muss ich mir merken, den CLK GTR. Ich meine, ich krieg ja selbst da eine Wertung als gute Kurve. Ah, noch eine. Die Musik ist gerade etwas zu chillig im Hintergrund, oder? Also wenn man so eine Superkarre fährt, da könnte man ruhig schon ein bisschen geile, aufpeitschende Metal- oder Rockmusik im Hintergrund erwarten, finde ich. Das ist ja wohl das Mindeste. Meine Füße werden angegriffen. Der Kameraarm da auf der Ecke von der Kurve geht aber immer runter, wenn ich komme, ne? Das ist keine Variation in der Animation. Oh, die ganze Zeit fahre ich gut und jetzt komme ich von der Strecke ab. Ist ja klar, ist ja die letzte Runde. Da passieren ja immer die Patzer. Aber alles gut. Alles gut. Ach, doch noch eine Runde. War doch nicht die letzte. Ach, ich bin doch ein Träumer. So, jetzt Runde 5 von 5. Da. Na, jetzt steht da immer noch, supporte mich jetzt, wenn du willst. Das sollte da gar nicht mehr stehen. Da sollte eigentlich jetzt stehen, für jedes Sub läuft einmal mein voller Song Wind It Up. Mein Hardstyle-Song. Tippy Stream macht heute, was es will. Ja, da stand ja auch Runde 4 von 5. Und ich weiß nicht, ich hab's irgendwie verpeilt. Ich bin noch nicht richtig wach, habe ich das Gefühl. Bin ja heute Nacht noch wieder ein paar Mal wach geworden, weil die ganze Zeit neben meinem Kopf geschnurrt wurde. Mal links, mal rechts.
Und immer eine andere Katze. Ich glaube, mein... So ein bisschen so unausgeschlafen, wie ich bin, wäre jetzt ein richtig geiler Moment, einen Rageplay mal aufzunehmen. Weil gerade so nicht ausgeschlafen, dann bin ich ein bisschen leichter reizbar, obwohl ich normalerweise ein echt ruhiger Typ bin. Und wenn ich dann so ein Spiel spiele wie Mega Man oder so, dann kann er richtig zur Sache gehen. Seht ihr, ich muss mir die Legacy Edition 2 noch holen von Mega Man. Fällt mir mal gerade ein, ich habe nur die Legacy 1. Die Einnahmen sind egal, Hauptsache ich krieg das Auto. Oh, jetzt muss ich wieder 200.000 Euro... Ne, doch noch nicht. Fehlt noch ein Stück. Muss ja noch Marvel vs. Capcom fertig machen. Oh, stimmt. Bis morgen. Ja, gut, dass du halt nochmal sagst. So, Mercedes-Benz. AMG, CLK, GTR bekommen. Ich guck jetzt erstmal, ob das ein Supercar ist. Nee, ist kein Supercar-Rächer. Weil ich fahre jetzt erstmal die ganzen Sonderrennen hier. Auch mit dem Nissan Skyline. Hochgeschwindigkeitsverfolgung. Ich muss auf jeden Fall ersten Platz belegen, sonst bin ich... Ein Kacknoob steht da. Na, Ziel, belegen Sie den ersten Platz, sonst sind Sie Kacknoob. Ach, das schaffe ich doch. War mir irgendwie klar, Supercars muss eben zum Schluss sein, ja. Aber wäre schön gewesen, ne? Die Vorsicht. Voll Schluck auf das Auto. So, bin ich mal gespannt. Die haben ja alle gar keinen großen Vorsprung. Wow! Geht ja gut los. Okay. Der reagiert flott. Meine Fresse. Wie soll man die denn unter Kontrolle halten?
Nein, nur Zweiter. Wollt ihr mich verarschen? Fuck it. Ja, muss ich wiederholen. Neu starten. Ja, ist schwierig. Ist gar nicht so einfach. Ja, kaufen wir den mal. Jetzt muss er da drin nochmal neu laden alles. Na. Ja, muss ich gleich, wenn ich merke, dass ich nicht Erster werde, abbrechen und wieder... Und direkt neu starten. Oh Mann. Extra mal so gestartet, dass die Reifen nicht am Anfang direkt durchdrehen. Och! Gibt keinen direkten Neustart. Du fliegst immer raus in dem Menü. Oh, okay. Ach Mann, ey! Oh, alle aus dem Weg, Mann! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Oh. Boah, da bin ich mal ein bisschen in den Schwitzen geraten jetzt. Ich will mal ein bisschen mein Jäckchen aufmachen, aber so, dass man meine Nippel nicht sieht. Sonst kriege ich ja noch einen Nippelstrike. Wow. Danke fürs Subscriben. Dafür gibt's meinen vollen Song Wind It Up zu hören. Wind it up. Ja, den Song gibt's übrigens leider nirgendwo zu kaufen oder runterzuladen. Noch nicht.
Wait, it up. Ich hoffe, das Lied gefällt dir wenigstens, Recher. Nicht, dass du sagst, für so einen Scheiß habe ich subscribed. Ja, ich hoffe, der Song hat dir wenigstens gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob auf Repeat steht. Nee, kommt, glaube ich, nicht nochmal. Ja. Heutige Sonderaktion. Für jedes Sub wird Wind It Up abgespielt. hatte ich irgendwie so heute die Idee. Und eigentlich habe ich ja bei Tippy Stream so reingemacht. Konnte jetzt ja keiner ahnen, dass ja, das dann so einen Aussetzer hat mitten im Lied auf einmal. Das war jetzt schon seltsam. Ich denke mal einfach, die MP3, die ist zu groß oder zu lang für Tippy Stream, dass es deswegen ist. Oh, schon vorbei. Ja, der Song ist leider nicht so mega lang. Jetzt können wir aber wieder den Spielesound laut machen. Ich muss mal eben gucken, das ist nämlich jetzt so ein bisschen zeitverzögert. So. So. Aber ich hoffe, der Song hat dir gefallen und ich danke dir, Recher27, für deinen Sub. Bei dir freut mich das vor allem, weil du bist nicht einfach reingekommen, hast subscribed oder sowas, sondern du bist ja wirklich auch bei fast jedem Stream dabei. Und das zeigt mir, das war zu viel Wind It Up fürs Mikro. Ich glaube auch, weil komischerweise ich das Mikro jetzt gerade leiser und wieder lauter gemacht habe, war das weg. Dabei hat das gar nichts mit dem Mikro zu tun, was da abgespielt wird. Ja, ganz komisch. Ja, aber so Leute, von denen ich auch weiß, die sind immer da, die gucken immer zu und dann subscriben sie. Dann weiß ich, okay, irgendwas mache ich richtig. Ja, auch nicht viel, aber irgendwas mache ich richtig. Weil es gibt ja Leute, die kommen rein, die gucken sich 5 Minuten deinen Stream an und dann subscriben die dich. Und dann hast du vielleicht diese 5 Minuten was gut gemacht, was natürlich auch toll ist. Aber wenn jemand immer wieder da ist und immer wieder guckt und dann subscribe, dann weißt du, okay, dann hast du über längere Zeit überzeugt. Und das finde ich richtig schön. They have a very consistent design language that has really, really seen its way all the way through to the newest card. Oh. Ich muss die Cola schnell zukriegen. Okay. Kann losgehen. Die sehen aus wie kleine Popos, oder? Kleine Popöchen. Irgendwie so komisch geschwungen ist. Das ist so ein Frauenauto. Weiche Form. Ja, mit dem Wind It Up, da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich wollte da so einen Custom Sound reinmachen. Und ich hatte aber keine kurzen Loops oder sowas mehr. Im Wave-Format. Im Wave-Format hatte ich den nur, aber der will MP3s haben. So, dann wollte ich keinen Loop von irgendeiner Techno-Musik in MP3 umwandeln. Da habe ich mir gedacht, komm, dann haust du ein ganzes Lied von dir rein.
bei meiner Hardstyle-Mucke, ja in meinen Musikstreams, die ich gemacht habe auf YouTube, wo ich meine eigene Musik gespielt habe, kam mein Hardstyle ja immer ganz gut an. Und da fand ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Yep, ich bin völlig überzeugt. Ich war zwar lange nicht aktiv im Chat, aber irgendwann dachte ich, das muss sich ändern. Ja, das ist auch gut. Weißt du, gerade diese Interaktion, dieses Quatschen während Livestreams, das ist ja eigentlich das, was motiviert beim Stream. Wenn ich hier sitze und die ganze Zeit nur... Ich meine, das kann ich auch. Ich kann ja viel quatschen. Wenn ich die ganze Zeit hier sitze und nur aus meinem Leben erzähle, ist irgendwie auch. Ne, dann... Da kann ich auch das Stream sein lassen und einfach ein Video für YouTube aufnehmen. Aber beim Stream hast du eine direkte Reaktion der Leute. Und das finde ich richtig geil. Oh, jetzt kommen aber hier die Megakurven. So, könnten sie das Rennen eigentlich schon wieder beenden? Mit dem Vorsprung. Genauso sehe ich das mittlerweile auch. Ja. Das ist, ich glaube, das ist auch der Reiz, halt den Leuten beim Streamen zuzuschauen. Ich habe früher... Habe ich wirklich keinen einzigen Streamer mir angeguckt. So, und dann fing er plötzlich an, so... Gympanse. Ich finde, der Gympanse, der hat das perfektioniert mit dem Stream. Also, er geht wirklich auf alle Leute ein. Der hat ein richtiges Streaming-Programm, ne, mit allem drum und dran und allen möglichen an Technik und so. Ich finde, der ist in meinen Augen der beste Streamer überhaupt auf Twitch. Der verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann fing man so an, so ja auch mit andere Leute sich mal anzugucken und mit denen zu schreiben und so. Und das ist, ja, das ist wirklich das, was Streamen ausmacht. Finde ich richtig cool. Viel besser als statische YouTube-Videos. Wenn man guckt, dann schreibt man einen Kommentar drunter und kommt meistens eh keine Antwort. Ich meine, da bin ich auch keine Ausnahme. Meine YouTube-Videos, da antworte ich so selten mittlerweile drunter, weil es aber auch mittlerweile zu viel ist. Da antworte ich nur noch wirklich in Ausnahmefällen. Ich hab doch keine Zeit dazu, alles zu beantworten. Ich habe jetzt, glaube ich, über 2000 oder über 3000 Videos online. Weiß ich gar nicht genau. Und die Leute kommentieren ja nicht nur die neuen Videos, die kommentieren ja auch die alten Videos. Dann lassen zwischendurch zig Filler-Kommentare, nenne ich die. Wo einfach nur steht, boah, bist du schlecht. Boah, bist du scheiße. Die qualitativ wertvollen Kommentare dann natürlich untergehen lassen. Deswegen, also streamen und Chat, das ist das Beste. Und da kann man ja auch als Zuschauer aktiv den Content beeinflussen, ne? Wenn jetzt der ganze Chat da voll ist und alle würden schreiben, schon wieder vor so Motorsport, spiel doch mal was anderes, dann würde ich mir eventuell, also würde mir auf jeden Fall der Gedanke kommen, vielleicht was anderes zu spielen. Ob ich es dann mache, ist eine andere Sache. Ich mache ja immer, was ich will. Oh, danke fürs Follow, Spider-Man. Want to tuck you in at night, and if you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Oder der beste Kommentar, erster. Boah, ja, das habe ich so oft unter Videos. Unter vielen Videos auch als Kommentar. Einziger Kommentar, erster. Und dann denke ich mir so nach einem Monat, ja. Hast du echt gut gemacht, dass du als erster kommentiert hast unter dem Video, wo sonst keiner kommentiert. Muss ich immer so ein bisschen lachen. Wobei, in letzter Zeit zieht's an.
In letzter Zeit zieht es mit den Kommentaren und so weiter an bei mir. Ich gucke ja schon in die Analytik und ich sehe ja auch schon, wenn jemand kommentiert. Es gab Zeiten, da wurde fast gar nichts mehr kommentiert und jetzt mittlerweile wird es unübersichtlich. Aber könnte man auch mal einen Livestream drüber machen. Aber nicht so sowas zusammengeschnittenes, wie Kelly kommentiert Kommentare, sondern einfach, wie ich mich hier hinsetze und die ganzen Kommentare vom letzten halben Jahr irgendwie kommentiere. Live. Dann seht ihr mal, wie ich manche Leute disse. So manche Spacken. Gibt's wirklich Spacken, kann man nicht anders sagen. Die dann unqualifiziert Kommentare von sich geben, die mich zwar nicht sauer machen, aber mich dann doch wundern lassen, was für Menschen es da draußen gibt. Und dann kriegen die natürlich auch die passende Antwort. Ich bin nicht immer höflich. Boah, ey. Das Rennen zieht sich aber irgendwie. Ich finde die Strecke nicht besonders toll. Boah, geht auch schon 8 Minuten. Naja, gut, solange es nicht wieder 1 Stunde und 7 Sekunden geht. Der Duplo hat dieses Rennen übrigens auch gemacht. Der Duplo hat 1 Stunde und 51 Sekunden gebraucht. Just saying. Wenn jetzt kein Kommentar von Duplo kommt, dann ist der bestimmt gerade Butterwurst essen. Oder auch Forza am Spielen. Also sowas wie Gameblamer kommentiert Kommentare. Ja. Das ist dann, wenn man das so schreibt, ist das die Waldorf-Edition. Ach nee, sowas darf ich ja nicht sagen. Dann fühlen sich ja wieder Leute angegriffen, wenn wieder die Richtigen im Chat sind. Mann, oh. Boah. Boah. 2 Runden. Das Rennen zieht sich. Das hätten sie ruhig ein bisschen kürzen können. Hätte man wenigstens eine geile Karre. Aber nein, da fährt man so ein Frauenpopo auf 4 Rädern. Na, wollen die Kommentare so ein Format zulassen? Auf jeden Fall. Also manche Kommentare echt. Klar, sind zwischendurch hast du auch richtige Nerds. Also die auch richtig, die haben teilweise, wenn ich Tutorial-Videos gemacht habe und die kommentieren darunter, haben teilweise aber noch mehr, haben mehr Ahnung als ich. Ja, dann so, ja, man merkt, dass du davon keine Ahnung hast, bla bla bla, bla bla bla. Ne, und dann hast du dann wieder Leute, die absolut von gar nichts einen Peil haben. So, ey, Spasti, ey, siehst aus wie der letzte Russe. Also da geht's, das ist eine bunte Vielfalt an Leuten, die bei mir kommentieren.
Ich finde, bei dem Rennen, da hätten 4 Runden gereicht, oder? Jetzt ernsthaft. Guck mal, wie viel Abstand ich zu den hinteren habe. So, offensichtlich ist der Gamer Duplo wirklich Butterwurst am Essen. Klingt zumindest, als würde es nie langweilig werden. Nee. Also Kommentare lesen ist nie langweilig bei mir. Jeden Tag wunderst du dich, was Neues auf dich zukommt. Au. Kann ich mir erlauben bei dem Abstand zu dem hinteren Feld. Ja, und wie gesagt... Oh, danke fürs Followen, Ratstendo. Want to take you in at night, and if you want to leave... Oh, danke fürs Followen, Blue Dye Media. Ui, Blue Dye Media, Bernd. Want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Bernd, du schaust Streams? Das wundert mich jetzt aber. So, Duplo. Nee, Forza 7 hat Update gemacht. 300 MB und dann geht bei meiner Leitung nichts mehr. Ach ja. Dann bist du wieder Robby Roboter. Boah, was bin ich froh, wenn das Rennen jetzt gleich rum ist, ey. Dann mache ich 3 Kreuze. Nicht, weil es sonderlich schwer war, sondern gerade, weil es so mega easy war und die Strecke so mega lang und so viele Runden dann auch noch. Ja, nach einer Minute hatte ich das ganze Feld hinter mir und jetzt sind wir schon bei 13,5 Minuten. Unglaublich sowas, unglaublich. Perfekte Kurve. Jetzt schaffe ich auch die perfekten Kurven. Ist klar. Jetzt, wo ich den Mod verkauft habe, kenne ich nur zu gut mit schlechtem Internet. Weil ihr alle für Probleme habt, zieht in die Stadt. Macht doch die Driver-Tage schwerer. Nee, also jetzt wollen wir nicht übertreiben, Duplo, ne? Jetzt mal nicht übertreiben hier. Boah, der nächste Wagen, trotz 200.000 Rabatt, kostet mich nochmal 225.000. Gut, dass ich meine Kohle nicht rausgehauen habe. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.